Also Wasserfälle und Gebirge. Check. Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Aber andererseits? Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jung. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieber. Tja, jeder wie er kann. Bleib hier. Okay. Geh nur. Es wird Zeit. Unglaublich. Du hattest recht. Bist du näher ran? Sicher. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häuserler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und das bedeutet? Ich weiß nicht, aber anscheinend müssen wir noch zwei Symbole finden. Alles klar.
Also dann, los geht's. Hier ist es nicht mehr sicher. Hey, schau. Shivas Axt. Das habe ich auch am Turm gesehen. Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Los geht's. Hey, ich kümmere mich um das. Okay. Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser Salah etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Okay? Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine, hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Oh Gott, das geht ganz schön aufs Handgelenk.
Ich glaube, ich habe davon Stimmen gehört. In unserem Job ist kein Platz für Luft. Ich bin aber kleiner als die meisten Männer. Tun wir dir, du Mistherr. Okay? Etwas taub, aber mir geht's gut. Gut. Weiter geht's. Oh je. Was zum Teufel ist das? Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das ist raffiniert. Bewegt sich wieder. Pass auf! Scheißdreck! Du hast wohl recht. Ah!
Hä? Razor, du wiederholst dich also nicht. Gewohnheitstier. Komm hier rüber. Ich komme. Oh, verdammt noch mal. 3 Statuen. Jetzt mit 2 verschiedenen Symbolen. Ein Stern und Ringe. Das sind alles Häuser der Sonnensymbole. Aber deine Beschreibung. Komm hier rüber. Gut, bin direkt hinter dir. Ah, war klar, dass noch was kommt. Ja, wusstest du das? Aller guten Dinge sind. Das musst du sehen.
Dann mal los. Das wird wohl ein Bild einer Axt. Gut geraten. Oh, sie ist noch schwerer. Schön, dich zu sehen, Shiva. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Fuhr ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebid. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort befindet sich über den Wasserfällen. Das mit dem Dreizack. Australien? Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen.
Hilfe!